So, wir dürfen Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Vortrag heute auf der Manage Agile, und zwar werden wir über Agile Banking sprechen. Wir werden darüber sprechen aus zwei Perspektiven, und zwar einerseits aus der Perspektive von Startups in diesem Bereich, also von den sogenannten Fintechs, und aber das Ganze auch aus der Perspektive von Banken beleuchten. Die Perspektive von den Fintechs, die wird mein Kollege Jakob Etzel vertreten, aber vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Ja, auch ein schöner Vormittag von meiner Seite. Mein Name ist Jakob Etzel, bin aus Wien angereist, bin dort Co-Gründer und Geschäftsführer von Mantigma. Wir sind als Fintech-Startup in Österreich recht bekannt, weil wir für die erste Bank auf Gruppenebene an Cashflow-Forecasting-Lösungen arbeiten und beschäftigen uns im Allgemeinen so mit Digital-Banking-Lösungen, die ganz stark einen algorithmischen Hintergrund haben. Ja, ich bin Mathematiker und verantworte bei uns im Unternehmen Geschäftsfeldentwicklung, Algorithmik und Data Science. Ja, und mein Name ist Christoph Schmiedinger. Ich arbeite bei Boris Kluger Consulting und wir unterstützen Unternehmen in all ihren agilen Initiativen auf allen Levels, also sowohl Team, Abteilung und Organisationen. Und mein Spezialbereich ist da momentan auch Finance und Banking. Wir sind da seit Monaten, fast schon ein Jahr, quasi bei einer großen österreichischen Bank unterwegs. Und ich werde das ein wenig quasi mitbringen aus großen skalierten Projekten, aus ganzen agilen Organisationsbestrebungen in den heutigen Vortrag. Gut, bitte. Ja, ich fange gleich an. Also ich mache den Counterpart. Ich erzähle, wie das in einem sechsköpfigen Team funktioniert, das so ein bisschen den Banken zusetzt. Ich glaube nämlich, also Fintech eats the banks. Ja. Und das schlägt sich jetzt mittlerweile auch wirklich schon in der Presse nieder. Also wir sehen so Schlagzeilen wie Commerzbank streicht gleich 9600 Stellen. Übrigens, sie stellen aber gleichzeitig auch 2700 neue Entwickler ein. Number 26 hat jetzt Banklizenz, heißt N26, die Solaris Bank, ja, das zweite Fintech-Startup, was eine Banklizenz 2016 bekommen hat, hat 1 Million Endkunden. Und die Großen keuchen ordentlich, wenn es darum geht, hinterher zu hinken und verärgern auch schon mal ihre Kunden mit IT-Pannen. Haben wir nicht nur bei der Deutsche Bank gehabt, auch bei ein paar anderen. Ich habe da was mitgebracht, das ist von Number 26, das ist so, glaube ich, das große Finanztech-Startup, was man in Deutschland kennen sollte. Und das ist aus einer ihrer letzten Presseaussendungen, wie die bekannt gegeben haben, dass sie jetzt 100.000 Kunden haben. Von den 100.000 Kunden übrigens ohne irgendeine Werbung zu machen, gleich 40.000 einmal in Österreich. Ja. Und am spannendsten ist, glaube ich, diese Grafik links, wo man sieht, aus welcher Altersgruppe die Kunden bekommen. Das sind ganz stark junge Leute, wo mir vor kurzem mein Bankmanager gesagt hat, die interessieren mich doch gar nicht, mit denen mache ich keinen Marsch. Sage ich, der in Number 26 hinein investiert, der kauft sich einen zukünftigen Zahlungsstrom. Das sind doch die Kunden, wenn ich die jetzt bekomme und jetzt für modernes Banking begeistere, dann habe ich als Bank lange Zeit einen Kundenstock, von dem ich sehr gut leben kann. Und der fehlt dann anderen Banken, ja, wie vielleicht auch den Kunden, den du betreust. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, um die es geht. Banken haben ganz viele Herausforderungen. Ein bisschen das Eigenverständnis. Also wenn ich mich halt selber als eine konservative Genossenschaftsbank verkaufe, dann wird es vielleicht ganz schwierig, wenn ich mir dann plötzlich einen digitalen Hut aufsetze. Man hat schwache Ressourcen. Man hat viele Leute, aber man hat vielleicht zu wenig Designer in der Bank. Ja? Also in allen Banken, die ich im deutschsprachigen Raum besucht habe, gibt es zu wenig Designer. Das Geld, ja, fließt in Regulatorik, fließt in Eigenkapitalerfordernisse, aber landet irgendwie nicht im Digital Banking. Regulatorik überhaupt Thema Nummer eins, ja, kann durchaus aber auch eine Chance sein, Richtung PSD2. Und dann die Fragestellung, ob man irgendwie bestimmte neue Produkte im gesamtwirtschaftlichen Umfeld eigentlich positionieren kann. Also Zinsniveau eine sehr große Herausforderung. Ja, gebe ich an dich gleich weiter. Genau. Aber natürlich lassen die Banken das nicht auf sich sitzen. Ja? Also ich habe es jetzt mal genannt, Imperium Strikes Back. Ja? Also es herrscht eine regelrechtige Verjüngungskur. Ja? Man versucht quasi mit Agilität, mit Startup-Mentalität quasi auch bei den etablierten Banken da wieder Fuß zu fassen. Und das kann man vielen Dingen festmachen. Einerseits zum Beispiel wirklich an den Presseaussendungen wieder. Es werden regelrecht Massen von Digital Labs, Digital Campusen quasi gegründet. Ja? Hier eine Presseaussendung von der Deutschen Bank, die jetzt 400 Mitarbeiter seit 2000
2016 beschäftigen in einer eigenen Einheit, die sich um Digitalisierung kümmert und dort mehrere hundert Millionen Euro noch reinpumpen wollen. Die Commerzbank steht in dem Ganzen nichts nach. Du hast es bereits erwähnt, dort werden auch mehrere hundert Millionen reinfließen, laut deren Presseaussendungen. Das Zweite, woran man es festmachen kann, sind wirklich neue Produkte und Plattformen, die gelauncht werden. Das sind nur zwei Beispiele von etablierten Banken, zum Beispiel Erste Bank, hast du auch schon erwähnt, die haben George entwickelt, Goldman Sachs, Markus, und da erkennt man schon an den Namen, ja? Das sind Vornamen für diese Banking-Lösungen, es geht um einen personalisierten Finance-Management eigentlich. Und das zeigt auch, dass auch etablierte Banken durchaus innovative Produkte bauen können, weil wenn man sich George und Markus ansieht, die stehen einer Number 26 eigentlich in Sachen User Experience nicht hinterher. Ja? Also das sind wirklich gute Produkte. Und das Dritte, was wir beobachten können, sind wirklich ganz agile Organisationen. Eine ING-Bank in den Niederlanden, die hat quasi nicht nur eine Digitalisierungseinheit gegründet, sondern da geht es wirklich darum, eine ganze Organisationsstruktur zu hinterfragen. Wie müssen wir uns in Zukunft aufstellen? Aber da kommen wir dann im weiteren Verlauf der Präsentation noch drauf zu sprechen. Wir haben beide gemeinsam versucht zu identifizieren, was sind jetzt wirklich die Erfolgsfaktoren? Warum graben gerade Fintechs den Banken in Teilen einfach das Wasser ab? Und wir haben es verdichtet oder konsolidiert auf diese drei Erfolgsfaktoren. Kundenorientierung, kurze Zyklen und das Thema Technologie. Und auch da wollen wir uns quasi wieder von beiden Seiten annähern. Ja? Jakob wird quasi zu jedem der Erfolgsfaktoren kurz mal die Sicht von eines Fintechs widerspiegeln, also quasi direkt aus erster Hand. Und ich werde mich dann des Weiteren beschäftigen damit, und wie können wir genau diese Erfolgsfaktoren jetzt auch in großen Strukturen einfließen lassen. Wie können wir das auch in etablierten Unternehmen zum Fliegen bringen. Ja, starten werden wir mit der Kundenorientierung. Ich habe ein paar Zitate für Sie mitgebracht. Nummer 1, talk to your customers, find out what they need. Das müssen wir als Startup. Ja? Und damit meine ich wirklich, ich muss mich auf die Straße stellen und ich muss Leute ansprechen. Und ich muss mir auch Gedanken darüber machen, ob mein eigener Freundeskreis die Fortsetzung der Facebook-Filterbubble ist oder ob die wirklich eine gute Rückmeldung ist, ob die Idee, die ich habe, Menschen hilft, ein Problem zu lösen. Und in jedem Inkubator, Accelerator, Uni-Startup-Vortrag, wo Sie reingehen, ist das Erste, worum es geht. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kunden verstehen und auch wirklich wissen, was die brauchen. Und dann, do fewer things. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also Twitter hat am Anfang, Twitter ist jetzt also mehrere Milliarden US-Dollar wert, mehrere, also ich glaube 40 Milliarden ungefähr. Was die am Anfang gekonnt haben, ist 160 Characters verschicken und sonst gar nichts. Und Twitter ist online gegangen, weltweit online gegangen, ohne der Fähigkeit, Bilder hochzuladen, ohne irgendeine Monetarisierungsstrategie. Aber sie haben gewusst, dass da ein Momentum da ist, dass Leute gegenseitig Kurznachrichten mitteilen wollen und haben gesagt, was ist die kleinste Einheit, mit der wir online gehen können? Do fewer things. Genau. Und wir haben jetzt gerade gehört, okay, Userzentrierung. Ja, wir müssen darauf hören, was wollen die haben. Ja. Was wir bemerken, ist auch, dass in Scrum ein Wandel stattfindet. Also Scrum, irgendwann in den 90er Jahren entstanden, ich meine, das ist 20 Jahre her, wir schreiben heute 2016. Ja. Es geht darum, auch dort ein neues Selbstverständnis zu etablieren. Ja. Und auch da einen neuen Paradigmenwechsel eigentlich sogar zu sehen. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild. Und zwar wird aus unserer Ansicht heraus das Product Backlog in Zukunft wirklich einen weniger großen Stellenwert einnehmen. Es wird einfach weiter hinten sein. Und im Zentrum wird wirklich der User sein. Im Zentrum ist der User, der einen bestimmten Need hat, der ein bestimmtes Bedürfnis hat oder vielleicht auch ein Problem. Und die Aufgabe des Entwicklungsteams hier ist genau das Problem lösen. Ja? Also löse das Problem des Users. Und erst im Nachgang, wenn diese Ideen hier geboren sind, erst dann prüft man, sind diese Ideen umsetzungswürdig oder sollte man die lieber wegwerfen? Weil es wird immer mehr Ideen geben, als sie Kapazität haben zu entwickeln. Ja? Und klar, wenn wir uns entscheiden, wir wollen das umsetzen, dann wandert es in das Product Backlog. Und es wird weiterhin den Product Owner geben, der die Business-Sicht einbringt. Es geht aber hier mehr darum, der Product Owner versteht die Idee, der Product Owner findet die Idee gut und macht da ein Funding. Ja? Also er finanziert quasi das Entwicklungsteam, damit die Idee eben ausprobiert werden kann. Die wird dann quasi entwickelt, ganz normal, wird wieder an den User zurückgespiegelt und dort wird es verprobt, ob das sinnvoll war oder nicht. Und man kann dort vielleicht dann noch weitere Bedürfnisse identifizieren.
Was das bedeutet für das Product Backlog, wird auch schnell klar. Das Product Backlog sollte klein sein. Ja? Maximal dreifache Sprint Velocity. Und es muss nicht am Anfang gefüllt werden. Ja? Es geht wirklich darum, direkt am Endanwender zu entwickeln. Ja? Wir müssen weg von dem Selbstverständnis, dass Product Owner User Story für User Story für User Story am Anfang eines Projektes schreiben. Und dieser Tausch quasi von Product Backlog und User, der ändert total die Dynamik dieses Verfahrens, weil Mitarbeiter werden viel eigenverantwortlicher. Die müssen jetzt mit eigenen Ideen kommen und müssen quasi ihre Geldgeber überzeugen, dass sie das Geld bekommen, diese Idee zu entwickeln. Und ja, da gibt es eine Analogie zu einem Startup. Aber das ist genau das, was wir wieder reinbringen wollen. Diesen Spirit, den Startups haben, wollen wir zurück in die Unternehmen bringen. Das ist übrigens auch bei uns so. Also auch wir haben einen Product Owner zu allem, was wir machen. Und meine Entwickler schreiben die User Stories selber. Genau. Genau, da gibt es noch einen Beitrag dazu, wen das näher interessiert. Und ein wirklich plakativer Ansatz oder wie das auch vonstatten gehen kann, so ein neuer Paradigmenwechsel im Sinne der Entwicklung ist dieses Nordstrom Innovation Lab. Also Nordstrom, ein US-amerikanischer Retailer, und der hat einfach festgestellt in den Geschäften, also User oder Kunden in dem Fall, die fotografieren sich immer selbst, wenn die Sonnenbrillen ausprobieren. Ja? Und darauf hatte er die Idee, wir sollten diesen Prozess unterstützen mit einer App. Und das wirklich Radikale, was die gemacht haben, ist, die haben ein ganzes Entwicklungsteam wirklich in den Store geschickt. Also die haben ihre Computer genommen und sind direkt in den Store gegangen und haben dort entwickelt. Ja? Sind nicht mit einem großen Backlog gekommen. Ja, die hatten klar natürlich ein paar Ideen, was so eine App können muss, aber die sind ohne Backlog mit ein paar Ideen gekommen und haben dort wirklich direkt am Endanwender entwickelt. Am Anfang mit Papierprototypen, dann ging es in den App-Prototypen und hatten dann am Ende nach 4-5 Tagen wirklich ein gutes Ergebnis, was in weiterer Folge verprobt werden konnte. Klar, ist ein Extrembeispiel, aber ich denke, dort kann man sich hinentwickeln. Ja? Sich wirklich vorzustellen, die nächste Mobile-App einer Bank wirklich in der Filiale zu programmieren. Ich möchte jetzt noch ganz kurz vorstellen, es gibt auch Dinge, die man einfacher machen kann. Man muss vielleicht nicht gleich quasi wirklich mit dem ganzen Development-Team umziehen in die Filiale. Und ein wichtiges Ding sind wirklich diese Personas. Ja? Also Personas quasi als fiktive Personen, ein Repräsentant einer Kundengruppe. Und was ganz wichtig ist, und das können zum Beispiel Fintechs nicht oder nicht so gut, machen Sie sich doch die Daten zunutze, die Sie als Bank haben. Ja? Sie haben einen riesen Datenpool, einen Datenhaufen. Das heißt, wir sollten die Personas datengetrieben entwickeln. Ja? Wir sollten sagen, das ist die Maria, die ist 34 Jahre alt, fällt für uns vielleicht unter die Gruppe der Skeptiker bei den Online-Bankern. Das heißt, sie benutzt Online-Banking für Daily Business, weil sie auch nicht in die Filiale will, aber so richtig wohlfühlen tut sie sich nicht und sie nutzt auch keine zusätzlichen Services. Es geht ihr wirklich nur um Transaktionen zu erledigen. Und danach auszuwerten, wie viele sind das eigentlich von meinen Kunden? Ja? Ist das ein großer Anteil, ist das ein kleiner Anteil? Wie viel DB erwirtschaften mir die? Was haben die für ein Vermögen? Ja? Wenn die kein Vermögen haben, diese Kundenschicht, brauche ich denen nicht unbedingt irgendein Private Banking oder so anbieten. Und über welchen Channel kommen die? Zum Beispiel über den Desktop, über Mobile etc. Und wenn man die Personas hat, dann kann man sich wirklich Gedanken machen über eine Customer Journey oder über viele Customer Journeys. Sich die Frage zu stellen, wie kommt der User oder wie kommt diese bestimmte Kundengruppe, wie kommt die mit mir als Unternehmen in Berührung? Wo sind die Touchpoints? Ja? Und ganz, ganz wichtig, wo sind auch die Kanalbrüche, ja? Also die Bruchstellen? Wo wechselt man vom Internet zum Telefon oder vielleicht sogar vom Internet Offline-Welt, quasi in die Filiale? Dort ist es, wo wir die Kunden verlieren. Ja? Die Conversion Rate ist absolut mies, wenn wir hier von Internet auf Filiale wechseln. Und da eine nahtlose Erfahrung für den Kunden zu schaffen, ist ganz, ganz wichtig. Und nachdem diese zwei Dinge erstellt worden sind, dann ist ganz wichtig, regelmäßig, und zwar wirklich regelmäßig, basierend auf diesen Personas echte Endanwender zu rekrutieren und dann die eigenen Applikationen wirklich in so Endanwendermessen zu verproben. Und genau das haben wir zum Beispiel bei dieser österreichischen Bank gemacht, also wirklich Personas, Customer Journeys, und wir hatten die dann eingeladen. Das war wirklich wertvoll. Ja? Wir hatten 50 Endanwender eingeladen für mehrere Applikationen, also sowohl Online-Banking, also auch eine neue Applikation für die Berater, für die Bankberater. Und von Feedback, das wie Kleinigkeit aussieht, ja, dass der Kontrast bei einer Applikation nicht gut war, bis hin zu Feedback, Features, die Kunden jetzt schon toll finden, ja, bis hin zu Use Cases, die fast nicht geschafft wurden von einem Großteil, ja, war alles mit dabei. Ja. Und da geht es wirklich darum, sich diese Elemente unbedingt zu bedienen in einem Entwicklungsprozess. Bitte.
die Experience Fairs, die haben Sie dann ein fertiges Produkt gemacht, bevor Sie es gelauncht haben? Nein. Vorher genau. Also wir also wirklich in Scrum entwickelt und wir hatten nach ein paar Monaten hatten wir die erste Endanwendermesse. Klar, das kann man immer noch früher machen, aber man muss mit allem klein beginnen, aber es war 3-4 Monate, nachdem die Entwicklung gestartet ist. Und der Launch ist geplant, dann noch naja, sicher 7-8 Monate später. Ja. Die haben aber tatsächlich am System gearbeitet, ja. Mit Prototypen oder mit Nein, an einem Testsystem halt. Das war nicht. Ja, korrekt. Also mit dem aktuellen Stand, der zu Sprint 8 oder 9 halt fertig war. Ja. Also das machen wir auch. Das ist das Um und Auf. Also ich als Startup kann zusperren, wenn ich nicht am halbfertigen Projekt teste, und zwar einen echten Kunden. Ja. Und man kann ein paar Sachen mocken, aber am Ende des Tages, wenn man das nicht hinkriegt, dann wird es irgendwer andere besser machen. Genau, das war so zum ersten Erfolgsfaktor. Der Kundenorientierung kommt vielleicht zu den kurzen Zyklen. Ja, ich habe wieder ein Zitat mitgebracht. The Lean Startup Method is not about cost, it is about speed. Und das haben ganz viele verlernt. Und ich habe selber früher gearbeitet in einer großen österreichischen Bank im Corporate Finance Backoffice. Also Lean, das war ein Schimpfwort dort. Und ich habe es nicht verstanden, ja? Weil ich habe mich immer darauf gefreut, weil es soll doch die Prozesse beschleunigen. Und das ist leider verloren gegangen. Vielleicht müssen wir es anders nennen, aber ich glaube, da können wir uns vielleicht auch etwas von Startups abschauen. Vielleicht, wie fängt denn das ganz am Anfang an, wenn ich eine Idee habe? Ja? Das Schlimmste, was passieren kann in einer Bank, und ich beobachte das oft, ist, dass ich mit der Idee bis zum Vorstand draufgehen muss. Das ist ein Blödsinn, das brauche ich nicht. Ja? Also links sehen Sie, wie man ganz einfach auf Papier ein Bankomatkartenterminal machen kann. In der Mitte sehen Sie die drei Dinge, also Glassichthülle fehlt hier, die drei Dinge, aus denen man den ersten Google Glass Prototypen in einer Stunde gebaut hat. Ja? Google Glass ist so entstanden mit einem Netbook, einem Drahtkleiderhaken, nicht ein Holz, den man verdrehen hat können, ein kleiner Pico-Projektor und einer Glassichthülle, auf die projiziert worden ist. Nicht mehr, aber nur um wirklich, machen Sie den ersten Prototyp, das ist so wichtig. Dafür kann man auch auf einen Programmierwettbewerb fahren. Ja? Also zum Beispiel die Arealbank, große Immobilienfinanzierer in Deutschland, die haben gleich drei Entwicklerteams zu jeweils 4 oder 5 Leute nach Hamburg raufgeschickt für einen Monat zu einem Bankprogrammierwettbewerb. Das hat denen, glaube ich, ganz gut Spaß gemacht. Und das muss man lernen. Also Prototyping geht nicht einfach von so. Das sind eigene Programmierkonzepte, das ist eine eigene Vorgehensweise. Aber wenn Ihnen das heute noch fehlt im Unternehmen, dann also das, glaube ich, ist etwas, was man wirklich von den Startups lernen kann, dann sollte man sich diese Kompetenz aufbauen. Waiting for perfect is never as smart as making progress. Ja? Und das spiegelt sich bei uns in der Startup-Welt auch darin wieder, dass ich einfach nicht das Geld habe, um ein halbes Jahr ein Produkt zu entwickeln. Zumindest in Österreich nicht. Also in Österreich kriege ich so eine große Seed-Runde gar nicht zusammen. Ja? Unsere Seed-Runden sind irgendwo so bei 70.000 Euro. Bei einem guten Entwicklerteam komme ich mit 70.000 Euro nicht weit, ja, von der Zeit nicht. Das heißt, ich muss ganz früh die Killer-Features einbauen und ich muss damit auf den Markt gehen und ich muss User bekommen, echte User, die angemeldet sind, die ihre Kreditkartendaten hinterlegt haben, damit ich dem Investor beweisen kann, das ist ein Business Case. Ja? Und so schaffe ich es dann, dass ich das Geld einsammle für den Runway für die nächsten 3 Monate. Das ist Realität. Die Startups müssen früh mit dem Produkt rausgehen. Unsere Idealprodukte haben nur eine einzige Customer Journey, die mache ich gut. Ja? Und ich glaube, von diesem Ansatz kann man auch in der Corporate-Welt was lernen. Genau. Also diesen Übergang will ich auch schaffen. Ja? Also man sollte sich wirklich inspirieren lassen von diesem Venture Capital Funding und so weiter. Also auch in der Bank als Manager, als Venture Capitalist quasi agieren. Ja? Also quasi die Mitarbeiter um Ideen pitchen lassen, ja? Und dann zu entscheiden, kann ich das in der ersten Runde finanzieren. Ja? Und dann dieses Team wirklich ein paar Iterationen arbeiten lassen und genau an dieser ersten Customer Journey, ja? Genau diese erste Verprobung, macht das Sinn? Ja? Um dann in einem weiteren Schritt zu entscheiden, wollen wir das weiter verfolgen oder wollen wir das Ganze auch wieder einstellen? Ja? Also da ähnlich einem Stage geht Prozess schrittweise Kapital freigeben oder auch einfach Vorhaben killen, ja? Wenn es nicht mehr Sinn macht. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, erstens um eine Schnelligkeit dann zu haben und das funktioniert so gut in der freien Marktwirtschaft. Ja? Das ganze Startup-Funding, es funktioniert genau so und ich verstehe nicht, warum wir in großen Unternehmen und in großen Banken immer das ganze Budget am Anfang irgendwie estimaten, schätzen müssen und dann geht los, auf Gedeih und Verbrechen verdehrt, und los. Ja. Ja. Man muss halt zulassen, dass auch 80% der Ideen am Anfang scheitern. Klar. Aber ich meine, besser sie scheitern und ich habe das gelernt,
Und vor allem, ich habe die Erfahrung, dass dieses Produkt nicht funktioniert. Das weiß vielleicht die Konkurrenz noch gar nicht. Ja? Die können das dann durchaus mit einem 1,5-Millionen-Euro-Paket auch probieren. Genau. Und nebenbei ändert sich halt wirklich auch da wieder am Mitarbeiterverständnis, weil die halt mit viel mehr Leidenschaft arbeiten daran, wenn es die eigenen Ideen sind. Es geht viel um Buy-in, ja? Ob Menschen von wirklich was überzeugt sind, einer bestimmten Vision auch folgen. Und Jakob, du hast das schon angesprochen, in dieser Phase 0 oder gerade in diesem Prototyping, da braucht es ja auch ein bestimmtes Vorgehen. Und das ist auch ein Ding, wo ich auch Jakob kennengelernt habe. Also bei einer Bank, wo ihr einen Prototypen eben geschrieben habt, in 3x3 Tagen, und aber vielleicht erzählst du da auch am besten selbst. Ja, also in einer früheren Firma, wo ich tätig war, aber quasi schon mit demselben Team, mit dem ich jetzt selbstständig bin, haben wir für eine Bank einen Prototypen gebaut in 3x3 Tagen. 3 Tage hinfahren und nach den 3 Tagen ist geliefert worden. Und dann haben wir 2 Wochen Pause gemacht, weil dann haben wir das verproben müssen, schon nach 3 Tagen. Und wir haben auch gleichzeitig ganz viele Fragen aufgeworfen. Vor allem in der Fachlichkeit, weil technisch beim Prototypen, also wenn es nicht funktioniert, dann mocken wir es einmal, ja. Aber in der Fachlichkeit sind ganz viele Fragen aufgetaucht. Da hat es 2 Wochen Zeit gegeben, dass das der Projektsponsor sich darum kümmert, dass das geklärt wird. Dann haben wir wieder programmiert. 3 Tage. Ist schon einmal spät worden, haben wir vielleicht am Abend noch Pizza und Red Bull gebraucht, ja. Und das haben wir noch einmal gemacht. Und nach diesen 3x3 Tagen, und Sie können das jetzt mit Tagessätzen hochrechnen, das ist gar nicht einmal so teuer. War das etwas, wo man entscheiden hat können, ob man weiter Geld rein investiert oder nicht? Und ich glaube also, wenn man da in 3x3 Tagen ein gutes Projekt aus dem Boden gestampft hat und das 3x bereits verprobt hat und nicht nur zeigen kann, jetzt ist es gut, sondern auch man zeigen kann, wie sehr man schon gelernt hat von den Kunden, dann traut man sich auch, dass man das dem Vorstand präsentiert und um die Freigabe bittet dafür, dass das dann ein groß aufgesetztes Projekt wird. Genau, so viel zum Thema kurze Zyklen. Kommen wir vielleicht abschließend zum Thema Technologie. Aber da startest auch du. Ja, also ich will gar nicht viel dazu sagen. Ja, Ihre führende Folie, das sind ja Webtechnologien oben. Christoph hat mich nur gebeten, dass ich ein bisschen aus unserer Recruiting-Praxis erzähle. Wir heiren bei uns nicht Leute, die eine Technologie beherrschen, sondern Leute, die grundsätzlich Programmierparadigmen verstehen. Und das liegt daran, dass wir relativ technologieagnostisch sind bei uns. Wir gehen davon aus, dass die Technologie, mit der wir jetzt den Kern unserer Systeme bauen, in spätestens 2 Jahren nicht mehr in Verwendung ist. Und zwar möglicherweise in der ganzen Firma nicht mehr in Verwendung ist. Das heißt, ich habe möglicherweise nur Java-Projekte jetzt in der Firma und habe überhaupt kein Problem, einen Ruby-Dev anzustellen, wenn ich mir sicher bin, dass das ein Typ ist, der ein absoluter Freak ist, der sich auf der Uni für Compilerbau und Theorie von Programmiersprachen interessiert hat. Weil das sind Leute, die fahren dann einmal auf einen Programmierwettbewerb mit, wo sie dann Kotlin machen müssen, weil das halt schön ist, weil das irgendwie in der JVM auch läuft. Und beim nächsten Kundenprojekt macht er diese neue Programmiersprache. Ja. Das ist mutig, da kann auch mal was schief gehen, aber wir ziehen das beinhart durch. Und das geht so weit, dass wir regelmäßig bei uns Lightning Talks in der Firma machen, wo über ganz andere Programmiersprachen gesprochen wird. Und im Vordergrund steht immer, dass die Leute programmieren können, aber nicht eine einzelne Technologie. Du musst in jeder Technologie jemanden, eine Person haben in der Firma, die wirklich gut ist, die man dann fragen kann. Ja? Aber von diesem Expertentum halte ich gar nichts, weil sonst habe ich viele Experten und sitze dann auf einer überholten Technologie. Ja, vielleicht zu den Banken, klar, dort gibt es dann oft ein anderes Umfeld im Sinne von Legacy-Systeme, viele alte Systeme, sogar im Bankenbereich gerade viele sehr alte Systeme, wenn man über Mainframes etc. spricht. Und da ist die Strategie, kann nur Entkopplung sein, ja? Also quasi diesen Monolithen schrittweise auszuhöhlen, die Services, die man neu schreibt, wirklich modular aufzubauen mit Microservices und so letztendlich so ein Netzwerk zu etablieren aus vielen kleinen Services. Es erhöht einfach die Flexibilität, wenn ich irgendwas neu schreiben muss in einer neuen Sprache oder wie auch immer, dann tausche ich einen Knoten aus, ja, und bin dadurch wesentlich flexibler, muss nicht mehr den ganzen Monolithen austauschen. Ganz klar ist, bei so einem Netzwerk sind natürlich die Schwachstellen dann oft an den Verbindungen. Da gilt es halt dann darum, das wirklich robust zu bauen. Ja. Resilience, das sind viele technische Themen dahinter, auf die wir auch gar nicht eingehen wollen, aber klar ist, auch da braucht es Expertise, um das wieder so aufzubauen, dass das dann auch wirklich Bestand hat, wenn es mal unter Druck ist. Übrigens, Number26 und Solaris Bank beweisen, dass man tatsächlich eine BaFin-Vollbank-Lizenz bekommen kann, ohne dass irgendwas auf COBOL oder C oder was auch immer läuft. Ja, das ist möglich. Also ist jetzt bewiesen, braucht man auch gar nicht mehr darüber diskutieren, ob das geht. Ja.
Genau. Das waren so im Wesentlichen die Erfolgsfaktoren. Wir wollen jetzt auch noch sprechen über Zusammenarbeit und da möchte ich auch an Jakob übergeben, weil ihr mit vielen Banken zusammenarbeitet. Ich gebe ein bisschen so einen theoretischen Überblick. Ja. Also wir wollen die Zusammenarbeit in vier Bereiche clustern. Das erste ist, das ist Communicate. Da gibt es die Susanne Cisti, das ist so die Grand Dame der Fintech-Szene in London. Und die Susanne Cisti, die wird ganz oft von Banken eingeladen, da gibt es irgendeinen Vorstand, der das Projekt sponsert und da muss man dann plötzlich agil werden und digital und was auch immer. Und die Susanne Cisti geht dann immer nach vorne und schaut in die Runde der Bankmanager und sagt, seid ihr alle schon auf LinkedIn? Und das und das und das und das, das sind die vier LinkedIn-Gruppen zum Thema Fintech, die solltet ihr folgen. Da schaut, dass vielleicht euch einen Twitter-Account zulegt und ladet einmal die Burschen, die euch am besten gefallen, von denen es die interessantesten Sachen lest, zu euch ein. Und zwar ganz unverbindlich, von Anfang an klar machen, können wir gegenseitig lernen, vielleicht haben wir auch was, was wir euch erzählen können. Das ist so wichtig. Das wird komplett vergessen. Ich verstehe das nicht. Also ein Mitgründer bei uns im Unternehmen hat das VN der Fintech-Startup begründet auch, wo wir auch versuchen, so ein bisschen alle Stakeholder an einen Platz zu bekommen. Collaborate kann dann schon sein, dass mit einer Kundenbeziehung ist. Also wir machen Software as a Service, bei uns ist die Bank unser Kunde. Ja, und das gibt es übrigens mehr als man glaubt und auch die andere Richtung. Wirecard Bank stellt Banking as a Service zur Verfügung, White Label Banking, und wird also wirklich von, ich weiß nicht, über 40 unterschiedlichen Startups heutzutage genutzt. Und dann gibt es also natürlich das BBVA Modell. Ja. BBVA, eine der weltweit größten Banken, haben einfach gesagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht schaffen werden, die digitale Revolution zu meistern? Ja, in der Strategieabteilung haben die ganz offen das ausgesprochen, die liegt, sagen wir, über 30-40%. Und der Impact ist so hoch, weil dann gehen wir komplett baden, dass wir auch ein bisschen andere Strategien brauchen. Das heißt, rein zur Absicherung, falls bei uns alles schief geht, kaufen wir um, sagen wir mal, Budget 100 Millionen Euro, die paar vielversprechendsten Fintech-Startups ein. Das ist eine sichere Bank. BBVA-Modell funktioniert relativ gut. Die haben Simple gekauft, die haben Propel gekauft, die haben Holvi gekauft. Damit sind sie ganz dick ins SME-Banking eingestiegen. Die zerbrechen sich teilweise auch gar nicht in den Kopf, ob sie diese Akquisitionen jemals in ihr eigenes Banking integrieren können. Ja? Das ist eine reine, sagen wir, finanzmathematische Absicherung des Portfolios. Sollte man sich überlegen. Also kommt schon langsam, sogar nach Österreich. Ja? Deutschland ist da immer ein bisschen weiter vorne. Ja, und sieht, das ist, wenn man eigentlich wirklich dann ein Startup im eigenen Haus haben möchte. Und da wollen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit drauf aufwenden. Genau. Christoph, da gebe ich dir. Ja, da werde ich wieder übernehmen, weil das auch letztendlich in vielen quasi Banken auch gerade passiert. Genau, es geht darum, in so einem kleinen Bereich so etwas wie Startup-Mentalität zu schaffen. Ja? Diesen eigenen Startup-Inkubator da vielleicht im eigenen Unternehmen zu installieren. Ja? Und das ist quasi wirklich auch das Modell, was gerade wirklich viele Transformationen auch als das Modell preisen. Aber es wird oft einfach nicht konsequent genug gemacht. Es braucht viele der Erfolgsfaktoren, die wir bereits vorgestellt haben. Es braucht aber auch Mitarbeiter, die da freiwillig hinwollen, um quasi wirklich an den Herausforderungen auch hart zu arbeiten. Ja. Und das ist so diese erste Phase, diesen Samen sehen in der Seed-Phase. Es geht darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja. Die richtigen Leute, die sollen nicht in ihrem eigenen Kosmos arbeiten, die internen Mitarbeiter, die freiwillig in diese Abteilung wechseln, die sollen um Externe ergänzt werden, um Startups, also dass da auch ein frischer Wind quasi reinkommt. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase, die ist wichtig, da braucht es im Wachstum, da braucht es wirklich gnadenloses Commitment des Top-Managements. Es geht darum, diesen Wachstum sicherzustellen, es geht darum quasi, dass dieses Wachstum nicht aufhört, nicht abrupt abgebrochen wird. Das heißt, falsche oder auch keine Entscheidungen können extrem schnell so ein Wachstum wieder zerstören. Ja? Vor allem durch so Demotivation und Frust. Ja? Wenn wir da freiwillige Mitarbeiter haben und freiheitsgewohnte Startups etc., da ist schneller weg die ganze Motivation, als ihnen lieb ist, wenn sie da quasi die falschen Entscheidungen treffen oder Entscheidungen einfach lange brauchen. Das bedeutet in dieser Phase wirklich Impediments aus dem Wegräumen, Hindernisse aus dem Wegräumen, die Ressourcen quasi wirklich bereitstellen, die dieser Bereich braucht, weil die werden dann auch die Lösungen liefern und dann einen schnellen Return of Investment dann wieder zurückspielen. Und die dritte Phase ist oft die, die vergessen wird, ja, oder einfach nicht forciert wird. Ja. Wie gliedere ich das wieder in das Unternehmen ein? Ja, oder wie kann ich
diese Erfahrungen da quasi auch ins andere, in den anderen Bereiche des Unternehmens wieder einfließen lassen. Ja? Wie stelle ich sicher, dass dieser neue Bereich nicht absorbiert oder vielleicht sogar abgestoßen wird? Ja? Und da ist unsere Meinung dazu, dass wir hier schon im Wachstum darauf achten müssen, dass das schon in die richtige Richtung geht. Es braucht einfach bei jedem Impediment, dass dieser kleine Bereich meldet, muss man sich auf Organisationsebene überlegen, wie kann ich das organisatorisch lösen, dass auch in Zukunft die ganze Organisation so danach arbeiten könnte. Ja? Weil sonst bekommen wir diese Gliederung am Ende nicht mehr zusammen. Und bei den Mitarbeitern bietet sich da wirklich so ein organisches Wachstum an. Also wenn ein Team zu groß wird, wirklich teilen in zwei Teams und da stückweise neue Mitarbeiter dazunehmen, um da so ein langsames, kontinuierliches Wachstum letztendlich zu schaffen. Abschließend, was auch noch zu dieser Seed-Phase passt, möchte ich noch auf einige Erfolgsfaktoren von so ganz modernen Organisationsansätzen berichten, und zwar von dieser ING Bank. Ich habe es ganz am Anfang in den Folien erwähnt, die sich da auch dem Spotify-Modell bedient hat. Und wenn man sich das ansieht, egal ob das jetzt wirklich das Modell ist oder ein anderes, es sind so drei zentrale Eigenschaften, die so von allen modernen Organisationen, auch viel im Tech-Bereich, forciert werden. Das erste ist, man sollte die Teams rund um Produkte und Prozesse bauen. Ja? Es geht darum, quasi ein Produkt, also ein Team um ein Produkt zu bauen oder ein Team um eine Dienstleistung oder zumindest einen Teil einer Dienstleistung. Und dann gibt man diesen Teams genau eine Mission. Klar, unter einer Rahmenbedingung sozusagen, aber diese eine Mission ist, sie müssen die beste User Experience genau für dieses Produkt oder für diesen Prozess schaffen. Ja? Sie müssen ein Produkt bauen, das die Kunden lieben, ja? Die User lieben. Sie müssen eine Dienstleistung bereitstellen, die Kunden immer wieder in Anspruch nehmen und weiterempfehlen. Und der dritte Punkt ist, die Organisationsstruktur muss man dann an den ersten zwei Punkten anpassen. Ja? Also weg mit diesen Doppelstrukturen, mit diesen Matrix-Organisationen, also quasi wirklich von Ablauforganisation, die Aufbauorganisation, das alignen und zu einem verschmelzen zu lassen, um hier auch effizienter zu werden. Das sind die Eigenschaften. Ich möchte trotzdem noch kurz auf das konkrete Beispiel eingehen und dann noch ein wenig dazu sprechen. ING, die haben Teams quasi rund um Dienstleistungsprozesse oder zumindest Teile von Dienstleistungsprozessen aufgestellt. Die haben agile Teams, die heißen bei denen auch Squads wie im Spotify-Modell, aber das Wording ist auch gar nicht so zentral. Ja? Es ist im Wesentlichen ein agiles Team. Und die kümmern sich genau um einen Teilprozess. Die kümmern sich um die Beantragung eines Hypothek oder eines Hypothekarkredits. Und was das wirklich Spannende ist, ist die Teamaufstellung. Ja? In der Teamaufstellung, in dem agilen Team, klar, es ist cross-functional, aber ein ganz anderes cross-functional, als wir das in vielen Scrum-Teams beobachten. IT ist nur ein kleiner Bestandteil. Da ist User Experience mit dabei, da ist Analytics mit dabei, Big Data wird immer wichtiger und gerade Banken sitzen auf einem riesigen Pool an Daten. Und natürlich das Business. Ja? Also da auch in die Richtung zu gehen, mehr von den Nicht-IT-Funktionen in die Teams mit reinzubringen. Und das sind im Wesentlichen genau diese zwei ersten Eigenschaften, die wir gerade genannt haben. Also bauen Sie Teams rund um Produkte und Prozesse und lassen Sie die beste Customer Experience schaffen. Und auch den dritten Punkt mit dem Alignment der Linienorganisation hat ING ganz gut gelöst, auch auf Basis des Spotify-Modells, und diese Lösung heißt Tribe, auch hier wieder weg von dem Wording, es geht vielmehr um die Idee, die dahinter steht. Ja. Das bedeutet, Sie haben alle Teams, die irgendwo an dem Prozess einer Hypothekfinanzierung mitarbeiten, haben Sie quasi zu einem Tribe zusammengeklustert. Es gibt hier einen Lead, der dann quasi wirklich businessmäßig für diesen Gesamtprozess verantwortlich ist. Und ein zweites spannendes Detail ist, das sollte weniger als 150 Mitarbeiter beinhalten. Das ist aus der Organisationstheorie die sogenannte Dunbar-Zahl, dass man quasi in dem Rahmen noch soziale Kontakte pflegen kann. Ja, mit 150 kann man noch soziale Kontakte pflegen, es ist nicht zu groß, und auch 3M fährt diese Strategie, dass sie quasi, wenn ein Bereich zu groß wird, wenn der über 150 Mitarbeiter quasi groß wird, dass man dann versucht, eher zu teilen, um quasi zwei neue Bereiche zu gründen. Genau, so viel zu den letzten Eigenschaften, und dann sind wir auch schon beim Recap. Bitte. Ja. Ja, bevor Sie Fragen stellen dürfen, bekommen Sie noch eine kurze Zusammenfassung. Vielleicht simuliert das auch, die eine oder andere Frage dann zu stellen oder so ein bisschen um Klarstellung zu bitten. Also über drei Konzepte haben wir vorgestellt. Das erste war quasi, was kann man von Startups lernen? Keine Sorge, Startups können auch ganz viel von Banken lernen und jammern manchmal drüber, dass sie bestimmte Dinge nicht haben, die eine etablierte Bank natürlich hat.
Aber das, was wir Ihnen mitgeben wollen, absoluter Kundenfokus. Ja? Startup stirbt sonst, die Bank kann das vielleicht 3-4 Jahre querfinanzieren, irgendwann geht es nicht mehr. Kurze Zyklen, das kann man meistens auch schon als Teamleiter entfassen. Und Technologie, also ich hätte ja gerne Technologieagnostik hingeschrieben. Ich glaube, das beschreibt es nicht zur Gänze, aber eine gewisse technologische Flexibilität, dass man auf jeden Fall auch einmal Proof of Concepts macht in neuen Technologien und dass man da nicht so ganz dogmatisch ist. Dann haben wir eben diese Vierer-Matrix vorgestellt, wie Kollaboration funktionieren kann zwischen den Startups und den Banken. Und dann, man muss nicht alles machen, man muss als Bank rausfinden, was auch zur eigenen ID passt, was insgesamt in die Strategie sich einfügt. Aber ich glaube, der Punkt links oben, der Communicate-Punkt, der ist so wichtig und da kann man heute nach Hause fahren und morgen anfangen. Ja? Dass man sich darum kümmert, dass die eigenen Mitarbeiter also wirklich also mit der Szene in Kontakt sind, wissen, was eigentlich passiert. Und dann hat man also automatisch nicht einen Knowledge-Transfer, sondern auch so ein bisschen einen Methodology-Transfer. Und zum Schluss, also um das Seed-Thema ein bisschen zu vertiefen, dieser Wachstumsprozess. Und da hat der Christoph darauf hingewiesen, dass der letzte Punkt wahrscheinlich der ist, wo man noch am meisten lernen müssen, wie man das gut macht. Wir wissen heutzutage, wir brauchen Top-Management-Unterstützung. Wir holen uns gute Berater, ja, wir haben da ein zartes Pflänzchen, das wächst, ja, das düngen wir auch gut. Es ist vielleicht ein Erfolg, vielleicht auch nicht, wenn es ein Erfolg ist, aber dann wird es meistens irgendwo abgeteilt, dann bleiben all die Leute, die in dem Erfolgsprojekt waren, drinnen, dann gibt es keine Rückkopplung und wenn es schlecht war, wird auch nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist so einer der Knackpunkte, ja, da können große Organisationen besser werden, dass wir ein Feedback haben, dass die Leute, die in Innovationsprojekt waren, nicht ins nächste Innovationsprojekt gehen, sondern wieder zurück in ihre Abteilungen gehen, in die Fachlichkeit und so weiter, aber dann dort so ein bisschen Evangelist sind für diese neue Art der Produktion von Bankprodukten für Agile Banking. Ja, vielen Dank einmal an dieser Stelle. Genau, wir stehen jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Bitte. Ich hätte direkt zwei Fragen. Ja, gerne. Also zum einen würde ich gerne über die Vorstellung von Ihnen bezüglich der Seeding-Phase ein bisschen sprechen. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, wir haben jetzt eine NordLB, eine große Bank, ja, einen von den klassischen Bankern, ja. Ja, und würden dort Innovationsprojekte starten wollen. Wie wäre da so die Idee dazu? Wie groß soll es sein als Innovationsprojekt? Ein kleines Produkt zum Ausprobieren oder der Vorstand hat beschlossen, das komplette Online-Banking muss in den nächsten 1,5 Jahren neu sein? Ich würde tatsächlich sagen, erstmal keinen Schritt. Ja. Also sagen wir mal, es sind diese Modulationsnetzwerke, ja, sozusagen, wir würden da ein Modul sozusagen. Ich glaube, da kann ich auch gut einsetzen, weil wir sehen das kritisch, ja, wenn man wirklich quasi gleich tausende von Mitarbeitern irgendwo reinsteckt, das wird meistens wirklich ein Culture-Clash erstens. Ja, und auch werden da viele reingedrängt, die vielleicht gar nicht wollen. Ja? Wir Themen über das Thema Freiwilligkeit oder so Themen macht man sich gar keine Gedanken. Also wirklich, das wäre auch unsere Empfehlung. Also da ein kleines Innovationsprojekt zu starten, also vielleicht mal mit 2-3 Scrum-Teams Maximum, genau dann einem kleinen Ding zu operieren. Ja? Vielleicht braucht es wirklich gerade eine App, wo man wirklich Nischenanbieter ist. Also eine Strategie wäre klar, irgendwo mal was zu verbessern, was man intern quasi schon hat. Ja? Aber ein anderes Thema wäre auch gerade irgendwas zu besetzen, wo man Innovationsführerschaft auch zeigen kann. Ja? Weil wenn Sie ein Online-Banking neu schreiben, da brauchen Sie wahrscheinlich einiges an Zeit, bis man dort wieder hin ist. Also klein anfangen und sich wirklich die Frage stellen, strategisch, wo will ich hin? Ja? Also eine kleine App wäre zum Beispiel mal gut, da was auszuprobieren. Ja? Da vielleicht auch gleich mal mit einem Startup zu kooperieren, dass ich dort wirklich einen kleinen Kosmos schaffe, wo der Spirit hochgehalten wird. Ja? Und dann geht es darum, das wachsen zu lassen. Ja? Und dann kann man immer mehr und mehr und mehr dazugeben. Aber ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein, das wird Monate, Jahre dauern. Ja? Und das muss einfach begleitet werden. Aber klein anfangen, Freiwilligkeit und innovative Produkte und externe Unterstützung in Form von Startups hilft auf jeden Fall. Ja. Ich füge eines dazu, es sollte ein Projekt sein, was echten Business Value stiftet, klar, damit ich nachher noch argumentieren kann, dass es erfolgreich war. Die zweite Frage, genau. Eine super Überleitung, danke schon mal. Ja. Nämlich jetzt das Thema Spirit. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal plump fragen, würden Sie Ihr Unternehmen komplett in eine Bank integrieren?
Nein, weil das ist nicht unsere Strategie. Ja, aber also das wäre ja ein Modell, wo man sagt, okay, wir kooperieren jetzt mit einem Startup und entwickeln ein Produkt und haben jetzt aber natürlich einen Startup-Spirit, der ja doch gewisse Kontraste gegenüber einer klassischen Bank hat. Und da ist es halt die Frage, bleiben die Leute, die da so innovativ sind und die da tatsächlich den Drive haben, werden auch tatsächlich dann so lange, dass man sie wieder integrieren kann und möchte? Ich glaube, da gibt es einen Culture Clash. Aber vielleicht liege ich da ganz falsch. Ja, jetzt spreche ich ganz frei von der Leber. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen den Entwicklern und den Leuten, die so von den klassischen Wirtschaftsuniversitäten kommen. Und die, die von den klassischen Wirtschaftsuniversitäten kommen, die können damit leben. Ja? Weil meistens, wenn so ein Startup eingekauft wird und integriert wird, dann kriegt meistens die Führungsriege von dem Startup auch dann irgendwelche Abteilungsleiterpositionen oder sind außerhalb der Linie irgendwo dann, weiß ich nicht, Chief Advisor to the Board oder was auch immer. Die haben meistens irgendwelche Knebelverträge, die sie dann 1, 2, 3 Jahre binden, dass sie dort sind. Aber die haben auch meistens so diesen Nimbus und dieses Auftreten, dass wenn sie in diese Bank hineinkommen, wie soll ich sagen, Leute begeistern können und die machen schon ein cooles Projekt. Ja, das funktioniert. Die Frage konkret bei uns, muss ich aber negativ zurückweisen, das hat aber ganz, ganz speziell mit unserer Firmenkultur und mit unserer Vision zu tun. Vielleicht da, da ganz kurz noch einzuhaken, ich glaube, wenn ich sage, man soll sich da Startups bedienen, meine ich nicht gleich aufkaufen, weil da gebe ich recht, weil da ist die Motivation wirklich schnell weg. Ja. Vielleicht kann man dann gerade mit so Unternehmen, wenn es um White-Label-Lösungen gibt, einfach mal vereinbaren, wir bauen das Produkt weiter und das baut ihr bitte bei uns, weil wir wollen nicht nur von dem Produkt partizipieren und lernen, sondern auch anders, also auch vom Spirit, und ihr als Fintech könnt dann vielleicht lernen, auch den Datenpool zu benutzen oder irgendwas, wo man quasi so ein Gegengeschäft aushandeln kann. Ja. Danke. Hat das schon beantwortet, die Frage, oder können wir nachher noch im sprechen? Im Nachhinein auch. Ja? Bitte. Ich habe eine Frage zu der Organisation von den Squads. Sie haben gesagt, keine Matrix-Organisation, eine Personal, also eine Führung für dieses ganze Squad-Team. Bedeutet das dann letztlich, dass die Entwickler und die Businessleute und alle, die da beteiligt sind, Marketing, alles sich um dieses eine kleine Produkt kümmern, quasi alle unter der gleichen Personalführung stehen. Ja, also die IT sozusagen aufgelöst ist und im Fachbereich. Ja. Also wenn man sich das Spotify-Modell... Oder der Fachbereich in die IT integriert ist. Ja. Also wenn man sich das Spotify-Modell genauer ansieht, steckt noch ein bisschen mehr dahinter, aber im Wesentlichen diese wirklich, wenn man es disziplinarische Führung nennen würde, ich glaube, da geht man ja generell weg in so einem agilen Kontext, dann ist es wirklich der Tribe-Lead, was der Business-Owner ist. Ja. Was Spotify macht, ist, dass sie verschiedene Personen, die der gleichen Funktionsgruppe angehören, zum Beispiel alle von IT oder alle von Marketing, haben eine laterale Führung, die sich um deren Weiterbildung kümmert. Ja. Das, was ganz wichtig ist, das sind keine Teamleader im normalen Sinn. Ja. Wenn man sich das genauer ansieht, die arbeiten in Projekten mit. Ja. Das heißt, die seniorigste Person aus diesem Kreis ist einfach dafür verantwortlich, die anderen auszubilden. Ja. Also es gibt diese Querachse noch. Ja. Da könnte man sagen, das ist vielleicht eine Art von Matrix-Organisation, wenn man genau hinsehen will, aber das sind so die Dinge. Also die eine disziplinarische Führung, businessseitig getrieben, und das andere ist mehr eine Entwicklung. Wie kommen alle auf den Stand des Seniorigsten? Ja, Sie haben jetzt wunderbar hingestellt, Startup und die großen Danke. Mit verschiedenen Kulturen, Kulturclash wurde angesprochen, ist definitiv so, oder? Also, dass man das etabliert hat. Klar. Jetzt die Frage ist einfach, wenn ihr sagt, bei den großen Banken, ihr möchtet die agil machen, ihr habt jetzt auch eine gewisse Personengruppe, die da arbeiten will, auch unterschritten hat und nicht gekündigt hat. Also die wollen da arbeiten. Und jetzt kommt ein CEO und möchte eigentlich agil werden. Mhm. Kann er das mit diesen Leuten, oder was ist die Konsequenz für diese Mitarbeiter? Ja. Also Sie hatten angesprochen, die Mitarbeiter, die wollen agil arbeiten? Oder? Nein, die wollen bei der Bank arbeiten und bei dieser Bank, die so funktioniert, wie sie heute funktioniert. Ach so, okay, ja. Ja, also ich gebe recht, also diese Transformation, also da muss man auch ehrlich sein, da werden Sie viele Mitarbeiter, wenn Sie das konsequent fahren, viele Mitarbeiter verlieren. Ja. Also die was relativ ehrlich darüber auch sprechen, ist zum Beispiel der Axel Springer Verlag, der sich ja auch extrem gewandelt hat von dem klassischen Verlagshaus zu einem digitalen Business, und die haben einen großen Prozentanteil ihrer Mitarbeiter wirklich auf dem Weg verloren und quasi wieder neu eingestellt. Und so eine Art passiert ja auch, wenn man sich jetzt die Zahlen von der Commerzbank ansieht. Ja. Auf der einen Seite werden wirklich fast 10
7000 Mitarbeiter entlassen. Ja? Auf der anderen Seite stellt man 3000 ein. Ja? Klar, da geht es auch um Skills, da ist nicht nur Culture ein Thema, sondern auch um Skills, weil es weniger Sachbearbeiter braucht und mehr Entwickler, aber es ist ein ähnlicher Prozess letztendlich. Also Sie werden auf dem Weg einige verlieren. Und das muss ich als Startup auch machen. Ich muss jemanden auch kündigen, wenn er nicht zur Kultur passt. Und das passiert auch. Da ist man sich halt mehr gewöhnt, oder? Ist was mehr gewöhnt? Wir haben einen unserer Gründer aus dem Team rausgenommen. Muss man auch machen. Gut, bitte. Was macht denn Marketing eigentlich? Nochmal? Was macht ihr denn eigentlich? Also wir beschäftigen uns mit Kontostandsprognosen. Das heißt, ich bin selber Mathematiker und wir stellen uns die Frage, kann man aus den vielen Datenpunkten, die man einfach auf einem Girokonto hat, eine Prognose machen und in welchen Business Cases kann man die auch dann verwerten. Es ist ein Service, was ich in einem hochentwickelten PFM, Private Finance Manager, auch dem Kunden bereitstelle. Ist es etwas, was direkt in das CRM dann hineinfließt zur Vertriebssteuerung? Ist das etwas, was ich dann in einer strategischen Arbeit nutze? Aber wir stellen quasi Algorithms as a Service, eine Rechenengine zur Verfügung, die aus Transaktionslisten von Privatkunden einen Forecast ihres Kontostands baut. Also das ist unser Hauptprodukt und bieten aber nebenbei auch andere Dienstleistungen an. Gut. Ansonsten, wir stehen auch weiterhin jetzt, wir werden kurz da bleiben natürlich, wir stehen auch weiterhin zur Verfügung für weitere Fragen. Vielen Dank. Dankeschön.